Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute aus Hamburg. Strahlenblauer Himmel, die Sonne scheint, aber es ist nicht ganz warm. Darum habe ich auch hier mein Mammutmarsch-Halskopftuch um den Hals gewickelt, dass ich nicht so friere hier beim Radfahren. Und an diesem Wochenende, genau heute, ist auch Mammutmarsch in Hamburg. Im letzten Jahr waren wir noch Teilnehmer hier und haben uns auch ganz fest vorgenommen, die 60 Kilometer heute zu wandern. Aber nein, haben uns dann doch nicht angemeldet. Die einen oder anderen von euch wissen ja Bescheid, wieso, weshalb, warum. Wandern ist ein bisschen pausiert aktuell. Heute ist es eine schöne Radtour hier in Hamburg unterwegs. Und wir sind zu Gast beim Lutz hier. Der Lutz wohnt in Moorfleet und beherbergt uns. Uns heißt hier, der Peter ist auch wieder dabei. Und wir sind gerade unterwegs, glaube Richtung Hafen. Und treffen noch einen zweiten Reiseleiter sozusagen, noch einen zweiten einheimischen Hamburger hier. Der eine oder andere auch vielleicht von euch kennt, der auch einen YouTube-Kanal hat, und da sind wir gerade unterwegs und da schauen wir mal, was die beiden uns hier heute präsentieren, was sie so in Kombination an Sehenswürdigkeiten rausgesucht haben. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir gar nicht lange schnacken jetzt hier. Auf geht's. Sightseeing mit dem E-Bike in Hamburg. Ja, vor uns sehen wir jetzt hier die Elbbrücken. Und dahinter steht ja die Hafen-City, die ja da rapide im Wachstum ist. Und ich bin ja so einmal im Jahr dabei in Hamburg. Das ist immer wieder anders aus hier. Und Lutz erzählt gerade, man plant jetzt hier rüber eine Fahrradbrücke zu bauen, damit man als Fahrradfahrer dann halt direkt in die Hafen-City fahren kann. Das ist schon klasse hier, ne? Wenn du hier so ländlich wohnst, so wie Lutz jetzt in Moorfleet, direkt im Grün. Wir waren ganz überrascht gestern Abend, Hamburg im Grün, als wir angekommen sind. Und dann doch so nah, jetzt sind wir 5 Kilometer gefahren hier, direkt an der Stadt bist. Also das wird mir auch gefallen. Und wann soll das hier fertig sein mit der Brücke? Oder ist nur Planung? Nö, da bauen die jetzt. Schätzen wir, das dauert jetzt ein Jahr, schätze ich mal. Ebbe. Muss aber auch wach sein hier mit den ganzen Kurve, wenn du genau auf der Spur bleiben willst. Ja, Kilometer 6 und hier haben wir jetzt den Treffpunkt ausgemacht mit dem Kollegen, der noch dazukommt. Und da müssen wir mal schauen, wie lange wir warten müssen. Er ist für mich auch als Langschläfer bekannt, von daher. Gucken wir uns mal ein bisschen hier das verschlickte Fahrwasser, hätte ich was gesagt, die verschlickte Geschichte hier bei Ebbe an. Aber dass so schlau war, jetzt hier durchzufahren, weiß ich auch nicht. Alles voll Scherben. Ja, und hier im Hintergrund seht ihr den Elbtower. Und da Lutz mir gerade erzählt hier, hast du gesagt, insolvent wird nicht weitergebaut? Ja, genau. Der Investor ist pleite und kein Geld mehr den Baufirma bezahlt und deswegen ruht der Bau jetzt. Das heißt, wird die abgerissen oder was machen die damit dann? Letzter Stand, also aus der Zeitung habe ich gehört, dass das versteigert werden soll jetzt. Versteigert werden soll. Peter, ist das was für uns hier? Ja, weißt du, so als Hamburger Chapter? Ja, so. Es gibt doch dieses Spiegeltower hier, glaube ich, ne, von oder Axel Springer Verlag Gebäude. So tippitoppi TV-Gebäude. Wäre das was? Ja, da wird auch was, ne? Da ganz oben so ein Loft. Warum nicht? Gucken wir mal, was die dafür aufrufen, ne? Wenn es für einen Euro zu haben ist. Das ist ja erst Halbberuf wieder sein soll, ne? Ach so, der wird noch höher gebaut. Also ja, wird der nicht mehr höher gebaut, aber hätte noch höher gebaut werden sollen, ja, so rum, ne? Ja, 10 Minuten gewartet, jetzt die kleine Planänderung. Der Kollege hat es noch nicht einrichten können, hier so früh aufzustehen. Ich habe es ja gewusst. Oder loszufahren. Und darum treffen wir uns jetzt woanders. Hat er mich hier fast in die Falle gelockt, von wegen links, und ich fahre hier schönartig links rüber. Aber ist gar keine Einbahnstraße, ne? Uiuiui, wolltest mich wohl hier unter die Ecke bringen. Und ich glaube, wir fahren jetzt hier Richtung Landungsbrücken, oder wohin sind wir unterwegs? In die Hafen-City fahren wir mal rein. In die Hafen-City, jo.
Ja, das ist auch bevorzugte Wohnlage hier auf jeden Fall, ne? Hafen City. Lust gleich mal fragen, was hier ein Quadratmeter Wohnraum, was man da aufbringen muss. Auch hier super, guck mal, Spielplatz hier. So ein Quadratmeter Wohnraum hier, ist das bezahlbar für Normalsterbliche oder? Ja, das kann man sich aber stehen. Sozialwohnung ist aber nicht mehr hier. Ja, kein sozialer Wohnungsbau, okay. Aber ich dachte jetzt nicht hier, dass was weiß ich, nur eine halbe Mille hinlegen muss für so eine Dreizimmerwohnung. Also normale Bürger können hier auch. Siehst du wohl. Finde ich gut. Ja gut, eine Schule und Kindergarten gibt es auch für reiche Leute. Ne? Die sind ja nicht von der Schulpflicht befreit. Und ich zeige euch mal eben was. Wir waren nämlich gerade kaum 5 Kilometer unterwegs. Und da hat er den Kollegen Peter hier ein kleines Unglück ereilt. Wenn man mal hinten auf sein Display guckt, hier von der Kamera. Glasbruchschaden. Also man hier sieht, alles noch im Bau befindlich, die Rückseite jetzt hier, vorne Promenade schon schön fertig. Und hier das Radwegenetz ist noch in der Erschließung, was soll man sagen. Und was für mich jetzt ja erstmal auf den ersten Blick wie so ein Tower hier aussieht, das ist ja die alte Speicherstadt hier in der, die Hafen City. Entstanden ist, entsteht, wie so ein, was ich hier, Hafentower hätte ich jetzt fast gesagt. Sagte Lutz gerade, es ist ein Wohnhaus. Das hat sich jemand da hingebaut und wohnt da drin. Auch interessant, ne? Wie viele Menschen leben jetzt hier in der Speicherstadt? Das weiß ich nicht, kann ich sagen. Ah, da habe ich ihn erwischt hier. Nicht gut vorbereitet auf die Tour. Nee. Und im letzten Jahr hier noch zu Fuß unterwegs beim Mammutmarsch sind wir durch die Hafen City gar nicht gelaufen. Also lange nicht mehr gesehen. Und jetzt kommen wir hier richtig klassisch Speicherstadt, so wie ich es auch kenne. Da hinten gibt es auch irgendwo dann das Miniaturwunderland. Und dann mit strahlenblauem Himmel, das ist auch eine Kulisse. Und auch heute wieder hier unterwegs als Electric Devils. Und Lutz halt hier für unser Chapter Hamburg. Ach, guck mal. Guck mal, da ist er ja gerade schon hier angekündigt, dass wir noch mal jemanden treffen hier. Ja, wir sind halt Langschläfer, ne? Wir sind nicht so früh unterwegs. Und darum musstest du jetzt hier auf uns warten die ganze Zeit. Ja, es tut mir leid. Ja, uns tut es leid natürlich. Ne? Aber schön, dass wir da sein dürfen. Und ich meine, ich denke mal, ihr, liebe Leute, ihr kennt den guten Mann ja hier. Das ist der Matthias vom Kanal Saftrad. Ja, ein bisschen Dreck. Und der hat auf jeden Fall ein vernünftiges Fahrrad, nämlich das gleiche, was ich auch habe. Das schöne KTM Cento. Hier in der Offroad-Variante. Ich habe diese biedere City-Variante mit Schutzblechen. Und hast du extra jetzt so ein bisschen getuned, oder? Nee, mein Schutzblech ist nie abgefahren. Das heißt, ich habe es abgerissen. Ach so. Weil sich da diese Lippe, hier ist ja so eine Lippe drin. Ja. Die hat sich nach oben verkantet. Ja. Dann habe ich dran rumgezerrt und letztendlich habe ich es abgerissen. Guck mal, der Lutz. Das ist halt schon eine Schwachstelle, dieses Gelenk hier. Der Lutz hier hat ja sich richtig schöne Schmutzfinger dran gemacht, ne? Haben auch schon gedacht. Ne? Ja. Optisch tut das was fürs Rad, finde ich so, ohne Schutzblech. Ja, findest du? Ja. Nein, nicht wirklich, aber ich dachte, ich sag mal was Nettes. Ich bin den ganzen Winter durch damit gefahren. Also, du hast ja durch den breiten Rahmen, bist du eigentlich ganz gut geschützt. So. Ja. Und hier offensichtlich ein beliebter Fotostopp. Oder die Leute stehen da alle, sich in der Sonne aufzuwärmen. Nee, glaube ich nicht. Das sieht nach Fotostopp aus. Und da schauen wir mal, was wir hier gleich vor die Linse bekommen. Ja, und hier in der Speicherstadt auch eins meiner persönlichen Hamburg-Highlights hier, das Miniatur-Wunderland. War ja schon einige Mal drin. Das ist immer wieder super Sache.
Ist am Samstag auch richtig was los hier auf der Baustelle. Lass mal Matthias hier fragen, was wir denn hier überhaupt bauen. Matthias, ja, was bauen wir denn hier? Überseequartier hier, also das ist ein riesen Einkaufszentrum. Ich glaube, das wird Deutschlands größtes Einkaufszentrum. Deutschlands größtes Einkaufscenter? Und man sieht hier, guck mal, wie viel Security hier auch unterwegs ist. Aber ich glaube, die meisten, die ich hier sehe, die als Arbeiter aussehen, arbeiten gar nicht. Die stehen hier alle rum irgendwie, ne? Ja, Security. Alles Security. Bei der Geschwindigkeit, die wir jetzt hier gerade haben, bei der Sightseeing-Tour, sieht man, Matthias ist kein Electric Devil. Er gibt hier richtig Gas. Ich lästere gerade, dass du kein Electric Devil bist, weil du so eine maximale Geschwindigkeit hier anschlägst. Dann sind wir gar nicht gewohnt hier mit unseren 6 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber so bekommen wir wenigstens was gezeigt und was zu sehen hier. Sonst kommen wir auch nirgendwo an, wenn wir immer so trödeln. Von daher alles richtig so. Und hier, wie wir gerade erfahren, seltener Anblick, dass die Brücke hier auch mal hochgeklappt wird. An der Elbphilharmonie. Und der Matthias hat ja hier seinen Saftradaufkleber. Was er noch gar nicht hat, Peter, ist ein Electric Devils Aufkleber. Hat er noch nicht, ne? Unglaublich. Unglaublich. Da-dun, da-dun, da-dun. Da-dun, da-dun, da-dun. Aber das macht doch direkt was her, oder? Das tut was fürs Rad. Ja, das. Ne? Ja, das vorne der Schutzblech nicht mehr drauf, aber. Ja. Aber so ein leckerer Devils-Aufkleber. Wir fahren jetzt hier Richtung Fischbrötchenbude. Da freue ich mich. Sind Geschwindigkeiten hier, die gefahren werden, liebe Leute. Der fährt aber auch einen Reifen hier, ne? Ist ein richtiger Artist, der Matthias hier. Ah, guck mal hier. Hier gibt es gleich Fischbrötchen. Liebe Leute, wir haben den Matthias ja schon fast überzeugt. Ich habe extra noch mal ein bisschen Devil-Outfit hier, Devil-Merch eingepackt. Einmal drehen bitte. Die von hinten natürlich wollen wir es ja auch sehen, genau. Die Tippitoppi Electric Devils Warnweste. Aber Größe 6XL war dann noch ein bisschen. YouTube macht doch ein bisschen. Wir sind eigentlich viel schlanker, als wir im Video aussehen. Ne? Nur mal so zur Info. Ne? Darum hatte ich ja auch jetzt hier 6XL getippt, aber nein. Hätte ja, M hätte ich einpacken müssen, auf jeden Fall.
Ja, wir radeln jetzt hier so ein bisschen durch Hamburg-Steinwerder und zu den Musicalhallen, um ein bisschen zu schauen, wie Hamburg von da aussieht und auch noch mal ein bisschen was zu trinken, ne, nach dem Fischbrötchen. Der Fisch ist auf dem Trockenen, ne, dann muss er schwimmen. Da werde ich auch immer wieder zum kleinen Jungen hier. Sowas fasziniert mich immer wieder hier. Containerschiff gucken. Von nahem. Oder auch hier jetzt die AIDA Nova. Und für den Herbst hat meine liebe Frau Andrea und ich auch eine kleine Kreuzfahrt ins Auge gefasst. Geplant noch nicht direkt richtig. Und AIDA Nova ist da auch eventuell im Angebot für uns. Hier in Hamburg wird aber auch radwegetechnisch richtig was geboten hier. Der wellige Untergrund, auf der Kamera kommt das gar nicht rüber, weil das Gewackel ja ausgleicht, aber da ist ja richtig hier Spaßbahn fahren. Es ist richtig kalt, ich habe die Radsporthandschuhe hier an und dass ich die Kamera bedienen kann. Und Peter fährt ohne Handschuhe. Aber Lutz hat ja auch, du hast auch Handschuhe an, ne? Ja. Es ist richtig, richtig kalt, 5 Grad oder so, ne? 10 Grad? 10 Grad gefühlt wie -3, genau. Als wir losgefahren sind, waren es auch nur 3. War auch richtig kühler Wind. Dann nicht jammern jetzt hier weiter. Hier mal so ein bisschen weg vom Wasser jetzt, ein bisschen geschützter unterwegs, Sonne scheint ein bisschen drauf, gar nicht mehr so kalt. Kann man direkt wieder das gefrorene Gesicht ein bisschen aufgelöst, damit man ein bisschen lächeln kann. Interessant jetzt auch, die beiden navigieren nicht nach irgendeiner vorbereiteten Strecke jetzt. Die sprechen sich kurz ab, hier wollen wir das zeigen, wollen wir das zeigen, jo. Und fahren dann einfach hin, ne? Sieht man es auch, wie einig die beiden sie sind. Einer will links, einer rechts. Weiter geht's.
noch gar gefragt haben, die Gegend jetzt hier, die uns hier präsentiert im Moment. Außer viele Scherben auf dem Boden, wo man darauf achten muss, fällt mir jetzt gar nichts auf, was ich unbedingt sehen müsste. Ja, vielleicht kommen wir an einen schönen Kanal. Ah, wir kommen an einen schönen Kanal gleich. Aber okay. Es ist echt vermüllt geworden. Also die Straßenreinigung hat sich nach hier nicht vorgewagt, jedenfalls, ja. Jetzt diskutieren die beiden doch wohl nicht ernsthaft, dass wir hier runterfahren. Durch den Wald, oder? Nee, Glück gehabt, die beiden haben sich auf einen anderen Weg geeinigt. Honigfabrik. Ja, liebe Leute, haben wir es beschlossen, hier mal ein bisschen einzukehren, ein bisschen auch aufzuwärmen, nicht wieder? Kalte Finger? Oh, kalte Finger, sind also, warm. War nur so eine Frage. Ich frage. Ja, ich hau dich nicht. Ich frage. Ich weiß ja nicht, ich frage für einen Freund. Ja, Freunde, mittlerweile 17.30 Uhr. Wir haben jetzt mehrere Stunden hier in der Honigfabrik verbracht. Und das war jetzt nicht die Betriebsbesichtigung, um die Honigproduktion zu wir hatten eine nette Zeit zusammen, wir haben uns nett unterhalten. Und das muss man auch mal Offcam machen, ein bisschen schnacken, ein bisschen für sich sein und Erfahrungen austauschen. War ganz nett. Ja, war nett. War nett. Und, war mehr als nett. Und wir radeln jetzt mal weiter dem Sonnenuntergang entgegen und da geht's lang. Hier rechts seht ihr das Auswanderermuseum, wo so vor 100 Jahren, damals um 1900 rum, die Auswanderer nach Amerika ausgewandert sind. Ja, und so schließt sich der Kreis jetzt hier bei Kilometer 32, der Elbtower, da waren wir heute Morgen ja auch schon mal. Ja, mittlerweile 18.30 Uhr und jetzt hier fast Mitte März wird es ja auch schon ziemlich dunkel. Aber wir haben die letzten Meter, jetzt die letzten Kilometer jetzt hier Richtung Morfleet, Richtung Lutz.
Ja, Freunde, 41 Kilometer sind es insgesamt geworden. Jetzt hier Sightseeing Hamburg. Und die beiden Experten hier, Lutz und Matthias, haben das ja vorbereitet für uns heute und hatten eigentlich 70 Kilometer geplant. Ja. Aber ich fand es gut so. Wir haben eine nette Zeit gehabt miteinander. Das muss ja auch nicht immer alles verfilmt werden. Wir hatten eine schöne. Wie war es für euch jetzt hier, mit uns eine Tour zu fahren? Ja, wunderbar. Hat Spaß gemacht. Habt ihr auch gelernt jetzt hier, wenn mit uns unterwegs ist, nicht zu lang planen. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Und ich denke mal, wir lassen den Abend noch schön ausklingen jetzt hier bei Lutz, ne? Ja. Und Matthias ist auch dabei. Ja. Und da freuen wir uns. Peter, bei dir auch alles okay? Wunderbar, wunderbar. Den Kamerabruch hast du ein bisschen verwunden jetzt hier. Ja, Weißbruch. Ja. Ja, so ein bisschen Glas. Gibt Schlimmeres, ne? Ja, genau. Mein Gott. Genau. Die Tour war schön, genau. Der Tag war schön. Dir ist nichts passiert, uns nichts passiert. Kein Personenschaden, nur ein bisschen Blechschaden oder Materialschaden. Ja. Irgendwas ist ja immer mehr. Von daher, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben lassen. Und wer nicht hat, den Kanal gerne abonnieren. Auch den Kanal verlinke ich natürlich jetzt hier von Peter. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, was ich machen. Ne? Und gerne verlinke ich auch den Kanal von Matthias hier, von Saftrad. Und wir freuen uns gerne, mal wieder nach Hamburg kommen zu dürfen und nochmal die Tour fortsetzen zu können. Vielleicht im Sommer oder so, bei schönem Wetter. Es gibt noch so viele nette Gastronomien, wo man einkehren kann. Von daher, bis zum nächsten Mal. Also danke fürs Zuschauen. Alles klar, bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.